Yo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Gravel Peter P nach Weihnachten. Ja, es geht weiter mit Let's Build in 3 Minuten. Tut mir leid, dass Weihnachten, also über die Feiertage, nichts kam. Ich habe mich dann doch mal ein bisschen zurückgelehnt und gar nichts gemacht. Jetzt geht's aber wieder los hier. Und zwar mit einer Idee, die eigentlich schon relativ alt ist, die ich auch machen wollte, die ich dann aber wieder vergessen habe. Ja, was heißt relativ alt? Sie ist, um genau zu sein, entstanden, als mein altes Headset gestorben ist. Und da sagt jemand, mach doch ein Grab für dein altes Headset. Und genau das werden wir jetzt machen, Leute. Wir werden jetzt ein Grab für mein altes Headset erstellen. Und auf 3 geht's los. 1, 2, 3. Wow! Okay, also ich habe mir da etwas überlegt. Mein altes Headset, ja, das ist ja wirklich so ein gutes Headset gewesen, ne? Das war ja aber auch wirklich ein Headset, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine Qualität war, ne? Die war ja wirklich grandios oder auch nicht. Aber okay, ich habe mir gedacht, das Headset, das bekommt trotzdem ein besonderes Grab. Und deswegen werden wir jetzt hier auch ein bisschen was bauen. So, und zwar werden wir das ein bisschen mehr ausgestalten. Ja, wir bauen mal bis hier vorne ein bisschen grabisch, sage ich mal. So, seht ihr? Und jetzt bauen wir nämlich hier noch so ein Dingens rein. Also wir bauen es ein bisschen unterirdisch. So, und da ist Wasser. Das ist scheiße. Warum ist hier Wasser? Was soll das denn? Du machst mir mein ganzes Let's Build kaputt, du scheiß Wasser. So. Bauen wir das hier. Hier in so eine kleine Gruft. So. Oh, wartet, wir bauen einen Sarg. Wir bauen einen Sarg rein. Spontanidee. Ja, natürlich. Der Regen, geh mal weg. So, wir bauen jetzt hier so einen Sarg rein. Sieht ein bisschen komisch aus. Bauen jetzt hier noch so ein bisschen Dreck drauf, damit es auch ein bisschen authentisch aussieht, ja. So, zack und zack, zack. So. Der ist ein bisschen begraben und jetzt hier oben natürlich, ja, die Hohlräume, die lassen wir jetzt. Haben wir ein paar Hohlräume, wo das Ganze hinterher nach ein paar Jahren noch zusammenfallen kann. So, und dann bauen wir hier natürlich einen kleinen Zaun drum hin. Das ist ja ein ganz besonderes Grab. Da darf man nicht einfach so drauf gehen. Da ist Betreten verboten. Das müsst ihr euch schon merken. So, und jetzt können wir nämlich noch ein paar Flowers da hinsetzen, Leute. Dann ist es eigentlich schon fast perfekt, wenn man sich das mal überlegt. So, guck mal hier. Ja, baue ich jetzt hier noch so. Schau, ich baue schöne Muster rein. So, zack, zack, zack. Ein paar Blümchen noch an der Seite. So, damit das Grab auch gut ist. Jetzt sieht das hier ein bisschen komisch aus. So, stellt euch vor, hier wo das Goldene ist, da würde jetzt irgendwas, da steht irgendwas oder so. Und hier an der Seite machen wir mal Diamantblöcke hin, weil das einfach so grandios war. So, machen wir das doch so. Ja, das ist das Grab, Leute. Fertig. So, 3 Minuten gebaut. Das ist mein Grab für mein altes Headset. Oh, Leute, ist das nicht wunderbar? Ja, das ist das Grab für das alte Headset. Ich hätte vielleicht hier noch das in Soul Sand machen sollen. Aber okay. Ja, das is it. Fertig. Grab für altes Headset. Und bevor wir diesen Part beenden, möchte ich noch sagen, weil einer gesagt hat, ich finde das voll scheiße, dass du immer baust und dann machst du ganz 3 Minuten oder so und dann sagst du immer, ah, fertig, obwohl da noch was fehlt. So bei der Cola-Flasche. Weil das Etikett da fehlte. Es ist so, dass wenn ich sage, dass die Gebäude fertig sind, dass die dann auch fertig sind. Ja, für mich sind die dann abgeschlossen und fertig. Wenn die für euch nicht fertig sind, dann liegt das daran, weil euch noch irgendwas an den Sachen fehlt, was ich jetzt aber dann nicht für nötig halte. Und ja, die sind dann halt fertig bei mir, da wird nichts mehr dran gemacht und zack. Und deswegen sage ich, die sind fertig und das stimmt auch so, finde ich. Nun gut, also das nur nochmal so nebenbei. Schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr von der Idee gehalten? Ich weiß leider nicht mehr, von wem die Idee ist, deswegen kann ich das nicht dazu sagen. Wie findet ihr die Idee? Was haltet ihr von der grandiosen Umsetzung meinerseits? Und ja, falls ihr noch neue Wörter habt, ich habe zwar noch ein paar, aber so langsam, ja, die dann kamen, die waren alle nicht so, sage ich mal, ja. Also wenn ihr noch neue Wörter habt, immer mal in die Kommentare schreiben, dann suche ich mir da vielleicht eins aus. Schaff, hau mal ab hier, du bist scheiße, ich hasse dich. Ja, also insofern sage ich bis zum nächsten Mal und guckt euch nochmal die anderen Let's Builds an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Oder die neue Serie Hit the Gravel Pit. Also Leute, wir sehen uns. Ciao.